Hallo mal wieder zu einem ganz kurzen Update auf diesem Kanal. Wie man sehen kann, es ist schon wieder was passiert. Und ja, warum eigentlich, wieso? Ganz einfach, ich habe gedacht, ich möchte gerne einfach einen Zustand erreichen, der mir noch mehr ermöglicht als vorher. Es lag zum Teil auch daran, dass ich, nachdem ich diese ersten drei Registerstaffeln hier gebaut hatte, noch tatsächlich Platinen übrig hatte und natürlich auch Knöpfe übrig hatte und auch noch Rundholz übrig hatte für die Registerstangen. Und darum habe ich mich dann entschieden, das war der erste Schritt, dass ich sagte, komm, lass uns diese drei vorhandenen Registertürmchen ergänzen durch den logischen vierten. Und dann habe ich tatsächlich so einen typischen Aufbau, wie er auch bei Cavalier Coll häufig gefahren wurde. Das heißt, diese vier Staffeln zu den drei Manualen, das heißt, wir können jetzt eine sinnvolle Zuordnung machen. Wir können jetzt sagen, Pedal auf derselben Höhe wie das Manual, die Grand Orgue, das Positiv und das Rüssi Expressiv. Ganz klare Zuordnung der Register. Und ich habe natürlich die Möglichkeit, jetzt auch deutlich größere Geschichten einzuspeisen in mein Hauptwerksystem und kann das dann hier steuern. Denn hier sind wir jetzt von 9 auf 12 Register gewachsen. Auf der anderen Seite sind wir jetzt von 15 auf 20 Register gewachsen. Und somit haben wir eine Gesamtsumme von 32 Registern, die jetzt hier per Knopf bedient werden können. Das ist schon mal nicht schlecht, reicht aber manchmal nicht aus. Und ich habe dann auch weiter überlegt, was mache ich mit der Mitte? Denn zu Anfang hatte ich dann die hohen Türme und dann ging es runter in der Mitte auf diese normale Ebene hier unten. Und da habe ich gesagt, nee, das kann so nicht bleiben. Das soll ein logischer Spieltischaufbau sein. Also muss die Mitte auch auf dieser Höhe entsprechend geschlossen werden. Und das, so kam es dann dazu, dass ich letztendlich wieder an meinem AutoCAD gesessen habe und einfach mal durchgeplant habe, wie mache ich das? Und dann war mir ganz schnell klar, hier muss eine Blende quer rüber gehen und auch da kann ich dann wieder Register nutzen. Nur, wenn man sich das jetzt hier überlegt, an dieser Stelle war es natürlich nicht möglich, solche Zugknöpfe zu setzen, denn die kommen ja, wenn man sie zieht, gute 4 cm nach vorne. Das heißt, wenn man sich das hier mal überlegt, ich hole mal einen Beispielknopf. Wenn ich jetzt hier so einen Knopf nehme, wie wir ihn hier haben, und hätte den jetzt hier sitzen, und dann wird einem schon deutlich, wenn ich den jetzt ziehe, kommt er über meine Tasten und ich kann nicht mehr spielen. Das heißt, hier oben war es also auf jeden Fall nicht möglich, diese Registerknöpfe zu benutzen. Konnte ich also vergessen. Und dann kam mir nur noch die Idee zu sagen, gut, dann müssen wir es, wie jetzt hier eingebaut, per Druckknopf lösen. So, jetzt sind wir etwas näher dran an den Knöpfen. Ich bin jetzt hinter der Kamera. Ihr seht hier die Druckknöpfe und ihr seht, dass ich auch diese Druckknöpfe, damit ich weiß, was wo ist, mich entschieden habe, direkt zu beschriften. Und wenn ich jetzt hier drücke, sieht man, ah ja, jetzt ist das Register gesetzt und es leuchtet ein Ring rund um die Bezeichnung. Und wenn ich wieder wegdrücke, dann ist das Register wieder aus. Damit wir die Funktion jetzt hier auch mal direkt sehen können, gehen wir mal auf den Bildschirm. Den habe ich hier ja auch noch. So, ich versuche mal das einzufangen, dass ihr möglichst beides seht, bei dem Bildschirm und meine Schaltvorgänge. Ich drücke jetzt hier mal im Rüssi den Nazar, das ist dieses Register. Aufpassen, da ist er. Und da ist er wieder weg. Also auch das funktioniert jetzt mit jedem dieser Register. Man sieht auch, der Zweifuß schaltet, das Plongeux schaltet, die Trompette schaltet und auch die Clairon schaltet. Das sind also jetzt quasi dann die Neuerungen, die ich dort oben machen musste. Ein paar Druckknöpfe finden und für alle, die das auch tun wollen, kann ich nur den Ratschlag geben, sucht, wenn dann, nach sogenannten rastenden Tastern. Das ist das Schlagwort hier.
Denn sie müssen ja einrasten, nachdem ich sie gedrückt habe. Und was ich dann auch getan habe, und das war ein weiterer Schritt, den man hier auch sieht, wenn man sich die Registerknöpfe ansieht, ich habe mich letztendlich doch dafür entschieden, es etwas mehr live betriebsmäßig zu machen und den Registern feste Namen zuzuordnen, die Registerknöpfe mit Schildern zu bestücken, wie es in jeder Orgel ist. Ich bin dann zwar ein bisschen auf diese Bezeichnungen festgelegt, aber man kann die, sage ich mal, mit 70% aller Orgeln übereinbringen. Ja? Alle Orgeln haben irgendwo dann vielleicht ein Prinzipal 16 Fuß, der ist dann hier vielleicht der Montre 16 Fuß. Da kommt man wunderbar mit klar, wenn man sich damit selber eingerichtet hat. Und warum das Ganze auch? Weil ich jetzt entschieden habe, und das wird noch ein zukünftiges Video sein, wenn ich dann soweit bin. Ich habe mich entschieden, diese Register jetzt so einzurichten, dass sie für mindestens zwei Sample Sets passend sind. Natürlich einerseits habt ihr schon gesehen hier für mein beliebtes Sample Set von Saint-Eucaire, das kleine Cavalier Coil Set. Da habe ich jetzt natürlich alle Register hier im Zugriff. Das Einzige, was ich natürlich jetzt hier feststelle, ist, die kleine Cavalier Coil hat natürlich nur zwei Manuale. Ich habe aber drei und ich habe auch jetzt für drei Manuale Register. Das ist eben dann schon der weitere Schritt. Ich werde in sehr, sehr kurzer Zukunft mir das Sample Set von Korn zulegen. Und für das Sample Set von Korn sind diese Register jetzt bezeichnet und ausgerichtet. Und das ist die nächste Ausbaustufe, die ansteht quasi. Es wird noch ein Video dann dazu geben, denn das möchte ich auch schon mal vorweg schicken, als kleiner Teaser oder Ankündiger sozusagen. Es wird dann so sein, dass ich mir das Registerset von Korn nicht einfach so leisten kann. Ja, das wären ja, wenn man das teuerste kauft, die Surround-Variante und Red-Variante, zahlt man da fast 800 Euro. Nein, ich habe jetzt endlich Hauptwerk 5 und seine Möglichkeiten erkannt. Man kann ja in Hauptwerk 5, und das ist eine der Neuerungen, die Hauptwerk 5 ermöglicht, mit dem sogenannten Faltungshall arbeiten. Das heißt, wenn man die Geometrie des Raumes hat, dann kann man eine Orgel in jeden beliebigen Raum stellen. Und das werden wir in einem weiteren Video, das ist sozusagen schon der Ankündiger für die nächste Folge, da werden wir uns dann damit mal beschäftigen. Heute wollte ich euch nur vorstellen, dass jetzt tatsächlich der Ausbau meines Spieltisches erstmal soweit abgeschlossen ist. Und vielleicht hat es der ein oder andere bemerkt, hier liegt noch seit einiger Zeit jetzt ein weiteres neues Device neben mir. Ich habe jetzt von Novation mir ein Launchpad gegönnt, das Launchpad Mini, das reicht hier völlig. Das hat hier 64 frei belegbare Knöpfe. Und damit habe ich endlich die Möglichkeit, was ich lange Zeit auch nicht getan habe, den Setzer von Hauptwerk zu nutzen. Das heißt, ich habe jetzt hier den Knopf für 0, ich habe hier den Knopf für Plus und Minus, um eine Kombination weiterzuschalten, und ich habe hier die Möglichkeit, Setzerstücke auszuwählen. Und auch eine schöne Sache, ich habe hier oben eine Reihe Knöpfe, die auch leuchtet. Dort kann ich bestimmte Orgeln belegen und kann dann auf Knopfdruck eine neue Orgel laden, ohne dass ich übers Menü gehen muss. Und als letztes für die heutige Folge, sage ich mal, sieht man hier in der Mitte auch noch eine Neuerung. Ich habe gesagt, wenn ich dann schon eine Mittelkonsole baue, dann möchte ich auch endlich ein Display haben, sodass ich quasi eine Funktion hier auf jeden Fall habe. Ich habe einerseits momentan so eingestellt, dass ich den Namen der Orgel, die ich geladen habe, dort sehe. Andererseits, ich gehe mal mit euch näher ran an das ganze Ding. So, hier sieht man es jetzt schön einigermaßen scharf. Wir sehen da drüber die Orgel und darunter sehen wir Original 0000. Das sind jetzt tatsächlich die Setzerkombinationen. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf meinem Launchpad zum Beispiel mal in die Register 10 reingehe, sage ich mal eben plus 10, dann sehen wir, ah, da steht jetzt eine 10. Und jetzt kann ich mit plus hier einfach weiterschalten und meine Setzer schalten sich durch. In diesem Sinne soll es das für heute gewesen sein. Ich wünsche euch was, baut selber weiter und wie schon angekündigt, wir sehen uns bald wieder, wenn ich euch dann das Sample Set von Korn zeigen kann und
die Möglichkeit, mit dem Hall zu arbeiten. Bis dahin, eine gute Zeit. Wir sehen uns.